habe oft mit Mariama in den Gerichtspausen auf der Bank gesessen und wir haben uns die Hände gehalten und manchmal weinten wir zusammen. Wir konnten nie herzhaft miteinander lachen. Der Schmerz war zu groß. Uris Freund in Deutschland, der Letzte, der von der Black Community in Dessau noch am Vorabend des für uns alle bis heute unvorstellbaren 7. Januar 2005 mit Uri telefonierte, Mukta Bar, sagte mir öfter, wie schwer es für die Mama war, sie wohnte bei ihm und in seiner Familie, wie schwer es für sie war, die Kälte auszuhalten, die sie im Gericht zu spüren schien, das über das Leben und das Sterben ihres Sohnes zu richten hatte. Als wir es im Gericht wieder mit der Glaubwürdigkeit der vorgeblichen Selbstanzündung ihres Sohnes zu tun hatten, hielt sie es nicht mehr aus. Sie beschloss, abzureisen. Nur wenige Wochen später sollte sie selber bei der Bestellung ihrer Felder in Sierra Leone sterben. Sicher auch infolge verschiedener Krankheit. Sie war nicht mehr ganz jung. Nicht minder sicher ist aber, Mariama Jombo Jallo zerbrach an den großen Schmerz der Enttäuschung, die ihr in Deutschland zu Tode gekommenen Sohn weiterhin der Selbstzerstörung beschuldigt. Das bezeugen alle, die zum Schluss mit ihr waren. Lieber Mamadou Saliou Diallo, danke, dass Sie die Kraft haben, standhaft zu bleiben. Danke, dass Sie sich mit Ihren Klagen, mit der Initiative in Gedenken an Uri Diallo und ja auch mit uns so leidenschaftlich für die Herstellung der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland, für Gerechtigkeit und für Humanität engagieren. Danke, dass Sie heute mit uns sind. Richten Sie Ihrem Vater unsere Grüße aus. Wir werden keine Ruhe geben, bis seinem Sohn Gerechtigkeit widerfahren und sein Verbrennungstod in der Zelle Nummer 5 der Dessauer Polizeistation gesühnt wird. Wir versprechen es Ihnen. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, ich bin Mitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte, die bereits 2010 Mukta Bar für seine Zivilcourage, seine Standhaftigkeit und Unkorrumpierbarkeit und die Initiative in Gedenken an Uri Diallo mit der Karl von Ossietzky-Medaille ausgezeichnet hat. Die Liga fordert vor dem Hintergrund der skandalösen Vertuschung durch die Staatsanwaltschaft, der Verfälschung der Tatsachen durch die Staatsanwaltschaft. Die Liga fordert angesichts der ungeheuerlichen Prozesse, deren Zeuge wir waren. Wir haben alle Prozesse beobachtet vor dem Landesgericht Dessau und vor dem Landesgericht Magdeburg. Eine rückhaltlose Aufklärung der Umstände. Und das bedeutet, das fordern wir gemeinsam mit der Initiative, endlich unabhängige Ermittler und eine unabhängige internationale Beobachtungskommission der zukünftigen Geschehen. An die Adresse der Landesregierung von Sachsen-Anhalt, die das alles deckt. An die Adresse des Justizministeriums und des Innenministeriums hier, die alles in der ganzen Zeit gedeckt, wenn nicht sogar selber mitgemischt hat. Sie schaden dem Vertrauen in Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und an die Adresse der Bundesregierung, es geht vom Kopf aus die
der Zerfall der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich würde mal kurz hier auf Deutsch reden, aber es kommen noch mehr dazu. Ich möchte, dass wir alle unsere rechte oder linke Hand hochheben und an das Gerichtsgebäude zeigen, weil das der Anfang des institutionalisierten Rassismus ist. Wir sagen Shame on you! 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 On you. Shame on you! Wir haben kein Vertrauen an diese Institution. Wir haben kein Vertrauen an die Polizei. Wir haben kein Vertrauen an die Rassisten, die auf die Straße laufen. Wir sind stark. Wir sind hier, nicht weil die deutsche Rechtsstaat uns unterstützt hat. Wir sind hier. Wir sind stark. Nicht weil die Gesetze uns, wie sagt man das auf Deutsch, oder ermächtigen. Wir sind hier, nicht weil unsere Rechte uns gegeben wurden. Wir sind hier, weil wir wussten von Anfang an und wissen auch weiter, dass wenn wir nicht zusammenkommen, werden wir genauso wie Urijalo entweder auf die Straße erschossen, in die Polizei gewahrsam verbrannt oder mit Gift in unsere Essen oder wie auch immer Getränke, wie Laienkunde. Es geht uns hier nicht nur um Urijalo. Es geht uns nicht nur um auf die Straße geknallt zu werden, wie Dominic Kumadio. Es geht uns schwarze Menschen hier in Deutschland, um uns zu vereinigen. Es geht uns hier, um uns zu ermächtigen. Es geht uns hier, um gegen Kolonialismus, gegen Sklaverei. Wir wissen auch. Und hier in diesem Gebäude wurde uns gezeigt, dass wir nichts sind. Wenn wir nicht weiter kämpfen, werden wir keine Unterstützung von denen bekommen. Urijalo! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame.